Apropos Fast Food, auch unser Reporter Jan Fritzowski ist den Burgern nicht ganz abgeneigt. Das macht sich so langsam auch bemerkbar. Und deshalb hat er ein knallhartes Selbstexperiment gemacht. Seine Mission: in nur 10 Wochen zum Waschbrettbauch mit einem Online-Fitnessprogramm für zu Hause. Ob er sein Fett wegbekommen hat, Sie werden sich wundern. Ran an den Speck heißt es für unseren Reporter Jan Fritzowski. Sein Ziel? Ein Sixpack. Also der Kameramann hat gerade zu mir gesagt, der hier, der war bestimmt nicht ganz billig. Danke fürs Kompliment, aber er hat ja recht, wirklich schön ist es nicht. Es gibt aber Hoffnung. Im Internet gibt es im Moment so viele Fitnessprogramme, die dir versprechen, in 10 Wochen einen Sixpack zu arbeiten. Aber mal ganz ehrlich, ob das mit dem auch klappt, das müssen wir mal austesten. Jan sucht ein passendes Programm. Die Auswahl ist groß und die Versprechungen klingen ähnlich. Sexy, krass, topfit. Das alles in kürzester Zeit. In nur 10 Wochen zur Topform. Dein Online-Personal-Trainer Nummer 1. Das 10-Wochen-Programm? Vorher? Nachher? Ja, der sah ja vorher auch schon nicht schlecht aus. Das ist eine ganz andere Grundlage. Das wäre ja mal mega geil. Das Programm soll sich gut in den Alltag integrieren lassen. Ob Jan langsam klar wird, auf was er sich da eingelassen hat? Ich glaube, ich habe mich entschieden. Das Verkaufsargument von imakeyousexy.com, das wirkt. Das Sixpack-Coaching gibt es nämlich jetzt gratis dazu. Was mich ein bisschen wundert ist, ich muss tatsächlich nur 2-mal die Woche Sport machen, und zwar 20 Minuten. Jan ist skeptisch, ob das wirklich ausreicht. Neben den Sporteinheiten gibt es noch einen Ernährungsplan. Der Online-Zugang kostet für die 10 Wochen 89 Euro. Dort ist alles mit Hilfe von Videos erklärt. Eine Waage. Wenn du sie jetzt nicht hast, wirst du jetzt kaufen. Ich soll ein Foto in Unterwäsche machen. Also ganz ehrlich, der macht das mit so einer massiven Ernsthaftigkeit. Ich kann das doch gar nicht so ernst nehmen. Ich finde das gerade irgendwie mehr witzig. Ich soll den Poppes messen. Noch kann Jan lachen. Doch nun gibt es kein Zurück mehr. Der Countdown läuft ab jetzt. In 10 Wochen zum Sixpack. Ich soll loslegen. Messdaten aufnehmen. Jetzt geht's an die unangenehme Geschichte. Unser Reporter beweist Mut. Er lässt im wahrsten Sinne die Hosen runter und zeigt nackte Tatsachen. Wenn er etwas macht, dann richtig. Jan muss seinen Körper vermessen. Genauer gesagt den Umfang von Bauch, Po und Oberschenkel. Hinter der Kamera und zu Hause vom Fernseher sieht das mit Sicherheit ganz, ganz leicht aus. Vor der Kamera macht das gerade so semi viel Spaß. Da muss Jan durch. Seine Daten? 114 cm Bauchumfang, 116 am Po, 64 am Oberschenkel. Der Bauchumfang ist im kritischen Bereich. Gesund wäre unter 102. Jetzt kommt das, wovor ich am meisten Angst habe. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht auf einer Waage gestanden habe. Jan ist 1,78 Meter. Damit ist sein Normalgewicht laut BMI 72 Kilogramm. Oh, am meisten Angst hatte ich davon, dass da jetzt eine 100 erscheint. Nicht schön, aber auch nicht 100. Messdaten haben wir. Aber wie steht es eigentlich um Jans aktuellen Fitnesszustand? Also, eigentlich geht mein Sportprogramm erst in 2 Wochen los. Die ersten 2 Wochen sind nur Ernährungsumstellung. Ich möchte aber trotzdem wissen, wie viele Sportübungen schaffe ich jetzt und wie viel schaffe ich nach 10 Wochen. Ich möchte den richtigen Vergleich haben. Wir geben Jan 3 Sportübungen vor. Los geht's mit Sit-Ups für den Bauch. Okay, aus. Wie viel waren es? 40. Weiter geht es mit Liegestützen. Wie steht es um Jans Armmuskulatur? Verdammte Scheiße! Kann doch nicht. Geht nicht. Das ist jetzt peinlich. Zum Schluss muss Jan noch in die sogenannte Brettposition. Einmal den ganzen Körper in einer geraden Position anspannen und so lange wie möglich halten. Ja. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so schlecht. Aber es ist witzig, wie der ganze Körper anfängt zu zittern. Ich habe das Gefühl, ich habe echt gar keine Muskeln. Ich fange fast von null an, so gefühlt. Nicht von null, aber mit Steigerungspotenzial. Das Ergebnis: 40 Sit-Ups, 10 Liegestütze und 1 Minute 21 in der Brettposition.
In den ersten zwei Wochen dreht sich alles um die Ernährungsumstellung. An 6 Tagen in der Woche muss er sich an den Plan halten. Und der schreibt vor allem viel Eiweiß vor. Jan kauft ein. Jalapeno-Schote? Ich habe noch nie eine frische Jalapeno-Schote gekauft. Pepperoni ist das Jalapeno? Ich nehme das jetzt einfach. Scharf essen mag ich schon ganz gerne, zu scharf nicht. In dem Programm steht aber drin, dass scharfe Sachen wie diese Jalapenos oder eben die Pepperonis Abnehmbooster sind. Das heißt, auf die Dinger setze ich jetzt eine ganze Menge. Die Abnehmbooster sollen die Fettverbrennung ankurbeln. Dazu zählen auch Avocado und Ingwer. Zucker, ob industriell oder aus Obst, ist für Jan tabu. Sieht lecker aus. Darf ich aber tatsächlich erst wieder in 2 Wochen essen, wenn ich mit dem Sportprogramm angefangen habe. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich ungefähr 80% von dem, was hier im Supermarkt steht, weder essen noch trinken darf. Das werden lustige 10 Wochen. Aber passen Chips in den Ernährungsplan? Einmal in der Woche habe ich einen Load Day, zu Deutsch Ladetag. Ich finde, es hört sich total fies an, aber ich darf einmal in der Woche essen, was ich will und so viel ich will. Das hört sich schon wieder spannend an. Na, ob Jan da gerade eine Chips-Panik packt oder lassen sich alte Einkaufsmuster nicht so einfach ablegen. Auf Nudeln und Brot muss Jan verzichten. Kohlenhydrate darf er nur in Form von Hülsenfrüchten essen. Was kam bisher auf den Teller? Manchmal stehe ich nachts auf und dann bekommt mich so ein Hunger auf irgendetwas. Vor allem dann, wenn ich abends nicht so viel gegessen habe. Und dann kann sein, kann schon mal sein, dass ich nachts mir noch ein Brötchen mache mit Käse und so ein bisschen Feigensenf oben drüber. Alles das, was ich jetzt nicht essen darf. Neben Kohlenhydraten darf Jan auch keine Milchprodukte essen oder trinken. Das sieht jetzt ja nach einem ganz gewöhnlichen Salat aus. Okay, Bohnen drauf, gerade gekocht, nicht so üblich, um jetzt mal so eine Ladung Hackfleisch da drauf zu packen. Ist schon etwas ungewöhnlicher. Immerhin, von den Zutaten, die gut für ihn sind, darf Jan so viel und so oft essen, wie er will. Erste Testmahlzeit ja im Prinzip für mich. Schmeckt echt passabel, alles lecker. Ich weiß nur nicht, ob das für die nächsten Wochen auch so bleiben wird. Das Experiment dokumentiert Jan über die nächsten Wochen mit einer Selfie-Cam. Ich kann mich überhaupt nicht gerade hinstellen. Das Gefühl, jeder einzelne Muskel in meinem Bauch ist gerissen. Ich habe gestern ja nur die Bestandsaufnahme gemacht. Woche 2 des Experiments ist angebrochen. Wie findet es Jan bisher? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass mich diese Ernährungsumstellung noch viel, viel mehr Nerven kostet. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das schmeckt alles lecker. Oh, die Pommes will ich jetzt gerne essen. Kohlenhydrate. Geil. Man behauptet, ich sei nervös und schlecht gelaunt seit heute Morgen. Ich muss zugeben, die beste Laune habe ich nicht. Und jetzt kannst du ausmachen. In der 3. Woche startet das Videosportprogramm. Sven Zimmermann ist Fitnesscoach und überwacht Jans erstes Training. Sag mal, du hast dir das ja angeguckt, oder? Ja. Mal ganz ehrlich, was hältst du davon? Ich finde die Übung an sich gar nicht schlecht. Meinst du denn, es ist genug Sport? Weil gelesen habe ich ja, es sind nur 2x die Woche 20 Minuten. Das Programm möchte einfach den Kunden nicht überfordern von Beginn an. Und deswegen sind 2x die Woche 20 Minuten ausreichend erstmal. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Programm, oder? Ja, erste Sportwoche. Okay. Die Sportvideos sind alle gleich aufgebaut. Erst Aufwärmübungen, um Verletzungen zu vermeiden. Dann Muskelübungen und abschließend Dehnen. Es wird einem schon warm dabei. Mega anstrengend ist es nicht, aber es ist Sport. Es ist schon Sport. Die Intensität der Übungen steigert sich mit den Wochen. Sven beobachtet Jans Durchführung. Bei Haltungsfehlern greift er ein. Man kann sich, wenn man so ein Video anguckt, natürlich wunderbar selbst verarschen. Ja? Das heißt, man muss echt Disziplin zeigen und muss eigentlich mal jemanden haben, der einem zeigt, wie es funktioniert. Weil ansatzweise kriegst du es natürlich hin, die Übungen hier mit runter und so. Aber die kleinen, feinen Unterschiede, die siehst du in dem Video nicht. Und die kann natürlich der Trainer im Video auch nicht so gut erklären. Das extra Sixpack-Coaching gibt es nicht im Videoformat. Wir gucken uns das aber mal an, dann kannst du mich vielleicht noch mal korrigieren, ja? Ja, gerne. Wampe weg, Bicycle Crunch. Wampe weg hört sich gut an. Jan hat keinen Trainer, der ihm die Übungen vormacht, sondern nur 2 Bilder pro Übung plus Erklärtext. Schafft er es damit zum Sixpack?
Anstrengend. Das ist aber auch die erste Übung, wo ich das Gefühl habe, sie hilft was für den Bauch. Also, ne, das ist jetzt sowas, wo ich denke, ja, das könnte mich zum Sixpack führen. Die effektivsten Übungen sind auch die härtesten. Insgesamt gibt es 5 Extra-Übungen, die für den Sixpack-Boost sorgen sollen. Ganz ehrlich, meine Chancen, wie schätzt du die ein? Sixpack jetzt nach 10 Wochen, jetzt in 8 Wochen? Also in 10 Wochen finde ich es sehr unrealistisch, dass du einen Sixpack bekommst. Hast du noch irgendwelche Tipps für mich? Kontrollier dich. Bauchnabel, Po, Körperspannung generell ist ganz, ganz wichtig. Und sobald du Schmerzen hast bei irgendeiner Übung, aufhören sofort. Jan lässt sich nicht entmutigen. Er ist ehrgeizig und will auch im Urlaub das Programm durchziehen. Ich finde es halt scheiße gerade. Ich bin im Urlaub, ich darf das Eis nicht essen. Ich muss mich selbst dabei filmen, wie ich es nicht essen darf. Ich muss mich selbst dabei filmen, wenn ich es essen würde. Aber ich tue es ja nicht. Da geht die Laune gerade so richtig schön in den Keller. Kannst dein Eis alleine bezahlen? Ich habe heute meinen Load Day. Ich habe tierische Bauchschmerzen. Ich habe schon Chips gegessen und trinke gerade so ein Eis-Zitronending. Mein Magen verträgt das überhaupt nicht. Halbzeit im Experiment. Was sagt die Waage? Ich bin total gespannt. Krass. Ich bin das erste Mal unter 90. Alter. Am Anfang war ich total skeptisch, was diese Ernährungsumstellung angeht. Das ist überhaupt nicht mehr schlimm. Vor allem auch deswegen, weil ich Erfolge habe und abnehme. Die Frage ist nur, ob ich das mit dem Sixpack auch noch auf die Reihe kriege. Klar. Dafür muss er trainieren. Jan macht mindestens 2-mal pro Woche seine Sportübungen. Wer glaubt, dass Sport im Wohnzimmer nicht anstrengend ist, der kann mich mal. Wir treffen Monika Bischoff. Die Ernährungsberaterin wirft einen Blick auf Jans Sport- und Abnehmprogramm. Das Training zu Hause sieht sie skeptisch. Hier ist es ganz witzig. Der Stand ist ja jetzt nicht ideal, weil man sollte ja schon breitbeinig dastehen, damit man eine gute Haltung hat. Dahinter ist gleich der Hund und dann auch immer dieses Gucken in den Fernseher. Das lenkt natürlich schon auch ab von der eigenen Haltung, wie man es macht. Auch hier ist der Platz sehr, sehr eng. Gleich daneben ist das Bett. Er stößt mit seinem Ellbogen auch immer an dem Bett an. Also es ist kein idealer Trainingsraum. Hier könnte man auf jeden Fall was verbessern. Das Ernährungsprogramm findet sie gut, mit einer Einschränkung. Das Programm ist halt ein Lifestyle-Programm. Es ist für junge, gesunde Menschen gedacht und jetzt nicht für Übergewichtige oder vielleicht welche, die Risikofaktoren haben. Dann kann es schnell mal in die falsche Richtung gehen. Aber wenn jemand, wie gesagt, gesund ist, leistungsfähig, dann kann er das schon mal 10 Wochen machen. Und was sagt sie zu dem Tag, an dem Jan essen darf, was er will? Der Load Day, glaube ich, ist eigentlich nur für die Motivation gemacht. Vor allem ist es ganz geschickt gemacht, weil man sich ja am Load Day vorher auf die Waage stellt. Und wenn ich dann, juhu, ich habe schon wieder abgenommen, dann werde ich nicht gleich voll reinhauen. Man kann diesen Load Day vielleicht aufs Wochenende legen, wo man unterwegs ist mit Bekannten. Also auch für soziale Gefüge ist der Load Day ganz gut. Zum Abnehmen, glaube ich, ist er jetzt nicht unbedingt notwendig. Jan nähert sich dem Ziel. Woche 7 ist angebrochen. Wie ist der Stand? Guten Morgen. Es ist wieder Filmzeit, Wiegezeit. Jetzt habe ich überhaupt nichts abgenommen. Wenn ich jetzt ehrlich finde, finde ich es jetzt scheiße. Ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Weil ich habe nicht gesündigt und ich habe eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Jan ist niedergeschlagen. Aber ein Stillstand beim Abnehmen ist nicht ungewöhnlich. Auf der Zielgeraden gibt er jetzt noch einmal alles. Der große Moment ist gekommen. 10 harte Wochen liegen hinter Jan. 10 Wochen mit dem großen Ziel Sixpack. Wie ist es für ihn gelaufen? Sehen wir da einen Sixpack, Jan? Okay, zugegeben, ist nicht echt. Ja, ist nur ein T-Shirt. Aber schaut mal, diese Hose hier, die habe ich vor 10 Wochen noch komplett ausgefüllt. Also ein mega Erfolg. Wie viel genau, das schauen wir uns jetzt mit Maßband und Waage an. Jan vermisst sich wieder an Bauch, Po und Oberschenkel. Bekommen wir gleich einen stählernen Waschbrettbauch zu Gesicht? Wir erinnern uns, so sah Jans Bauch noch vor 10 Wochen aus. Und? Zwar noch kein Sixpack, aber deutlich schmaler ist er geworden. Und jetzt das für mich Wichtigste, der Bauch. Okay, ich bin ehrlich, es ist nur 101. Vorher waren es 114. Boah, da ist richtig was weg am Bauch. Wahnsinn. Jans Bauchumfang war mit 114 cm kritisch. Damit hatte er ein erhöhtes Diabetesrisiko.
Jetzt hat er ihn auf ein gesünderes Resultat runtertrainiert. 85,6. Habe ich glatt in einer Woche noch mal schön ein Kilo verloren. Tolles Resultat. 12 Kilogramm Körpergewicht sind weg. Das sind 1,2 Kilo pro Woche. Wir wollen wissen, wie fit Jan inzwischen ist. Wie viel? 26. Ja, wie viel war es beim ersten Mal? 10. Echt? Alter, geil! 26 zu 10. Mega. Auch in den anderen Übungen ist Jan besser. 20 Sit-Ups mehr und 35 Sekunden länger im Brett. Für einen sichtbaren Sixpack müsste Jan laut Fitnesscoach noch 9 bis 12 Monate viermal pro Woche trainieren. Highlight für mich auf jeden Fall, als die Leute zum ersten Mal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Jan, du hast abgenommen, das sieht richtig gut aus, war für mich ein Motivationsschub. Am Ende habe ich das Sixpack nicht geschafft. Ich habe eine Menge abgenommen, für mich super. Aber wisst ihr was? Wenn man ganz ehrlich ist, so ein Sixpack passt doch gar nicht zu mir. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.